Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, Hohes Haus, ja, ich gehe kurz auf die Rede, die Sie gehalten haben, ein. Sie haben erwähnt, wo dieses Lieferkettengesetz eingesetzt werden müsste im Bereich von Jeans, von T-Shirts, von Kaffee, Laptops, all diese Bereiche, die durch Kinderarbeit teilweise produziert werden, wo immense Gewinne gemacht werden, da bin ich d'accord mit Ihnen. Das stimmt hundertprozentig, denn das ist auch in dieser Art und Weise verwerflich, wie hier mit Ressourcen umgegangen wird und wie hier auch dementsprechend, wenn diese Produkte nach Europa kommen, dementsprechend mit Aufschlägen immenser Natur dementsprechend verdient wird, auf dem Rücken der Menschen fort, die dort produzieren. Das ist zu hundertprozentig richtig. Leider muss ich einen Punkt, den Sie ja komplett ausgelassen haben, der natürlich vor allem in der grünen Ideologie drinnen ist, das ist genau dieser Bereich betreffend des Rohstoffabbaus für diese Batterien, die hier in Europa, in Österreich benötigt werden. Genau dieser Rohstoffabbrauch, Kobalt, Nickel, wird unter denselben Bedingungen abgebaut. Und hier auf diesem Auge sind Sie komplett blind. Sie erwähnen das in keinem Wort, Ihre gesamte Fraktion. Da sieht man, die Köpfe gehen in die Bänke. Und das ist der Fehler in Ihrer gesamten Denkweise. Sie brauchen, das ist dieses umfassende Denken in dem Bereich, dass man nicht nur ein Segment herausnehmen kann, sondern umfassend auch argumentieren muss. Und das fehlt in Ihrer Funktion in der gesamten Bundesregierung aktuell. Sie sind in einer Schockstarre. Sie wissen nicht, welches Thema, das Sie gerade aus der Schublade ziehen müssen, um hier irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen, um von Ihren eigenen Skandalen da oder dort abzulenken. Und daher kommt dann so ein Antrag, den Sie heute hier hergelegt haben. Es ist ja nicht schlecht, dass man darüber debattiert. Ja, bei Ihnen. Aber im Endeffekt hierher zu gehen und einen gesamten Sektor, die E-Mobilität, auszuschließen, ist eigentlich für Ihren Bereich verwerflich. Und dann komme ich gleich auf den nächsten Punkt. Diese grüne Ideologie und diese Denkweise, alleine den Atomstrom herzunehmen, in der Taxonomie als grüne Energie zu bezeichnen, ist ja schon ein Wahnsinn an sich, wo wir uns ja eigentlich immer darauf bekannt haben, dementsprechend hier eine Einstimmigkeit zu haben, gegen Atomenergie aufzutreten hier in Österreich. Und dann sieht man, was sie im Endeffekt zustande gebracht haben. Nichts, nichts und noch einmal nichts. Und also viele leere Phrasen zum Teil, die Sie von sich gegeben haben. Umweltpolitik und Wirtschaftspolitik braucht Hausverstand. Denn braucht es ein umfassendes Denken in dem Bereich, der hier nicht vorhanden ist. Und die grüne Inflation, die wir aktuell haben, eine grüne Inflation im Bereich Wohnen, Energie, im Bereich der Lebensmittel, der Kollege Schmuckenschlager hat es ja angesprochen, die Lieferketten im Bereich der Lebensmittelproduktion ist ja in dem Bereich sehr, sehr, sehr eigenartig. Ich weiß, das passt Ihnen nicht. Nehmen wir nur das Beispiel, wo Sie dagegen waren, betreffend der Lebensmittelproduktion in Bad Blumau, wo man eigene Produktion hier vor Ort in Österreich haben kann, vor allem im Obst- und Gemüsebereich. Und was machen Sie? Sie sind dagegen und blockieren diese Projekte auf allen Ebenen. Da sieht man, wie weit dass Sie von der Realität weg sind. Und das tut im Endeffekt weh als Politiker mittlerweile. Und diese grüne Inflation, man muss es ja immer wieder erwähnen. Was ist das? Das sind Ihre Maßnahmen, die Sie produziert haben in den letzten beiden Jahren. Diese grüne Inflation, die ÖVP nickt auch nur mehr nach unten. Was ist diese grüne Inflation? Das sind die Preissteigerung des täglichen Lebens, die Preissteigerung der Energiekosten, die Preissteigerungen im Lebensmittelbereich. Das ist die grüne Inflation im Namen der Grünen und im Namen der ÖVP, die Sie hier produziert haben in den letzten zwei Jahren. Und das ist im Endeffekt schade, schade und noch einmal schade, dass man hier am Rücken der Bevölkerung hergeht und Ihr eigenes Versagen der letzten beiden Jahren in Bezug der Covid-Maßnahmen hier am Rücken der Bevölkerung austrägt. Wir sind in einer aktuellen Europastunde und deshalb kommt jetzt die EU-Abgeordnete.